Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Heute das Thema die vierteilige Steckleiter. Wir werden heute mit der Mannschaft, die ich euch gleich vorstelle, wie gesagt, die vierteilige Steckleiter einsetzen. In einem anderen Video, was ich am Ende einblende, seht ihr die dreiteilige Steckleiter. Da fängt man mit der vierteiligen Steckleiter an und wandelt das dann um in eine dreiteilige. Wir machen jetzt den Ablauf einmal für euch, die vierteilige einmal von vorne bis hinten einmal durch, einmal langsam und einmal, wie es in der Realität ist, okay? Alles klar, los geht's. Kommen wir zur Angriffstruppführerin, das ist die Sarah. Hallo. Sie ist aus der Ortswehr Eilwisse, auch aus dem Neustädter Gebiet. Angriffstruppmann ist Alessandro. Hallo. Aus der Ortswehr Esberke. Gehört auch zu Neustadt am Rühmberge. Und unser Melder, den macht heute Hendrik. Hallo. Aus der Ortswehr Niedernstöcken, auch Neustädter Gebiet. Wie gesagt, alles meine Heimat hier. Okay, super. Fangen wir an. Angriffstrupp zur Menschenrettung auf die Gitterbox über vierteilige Steckleiter vor. Zur Menschenrettung auf die Gitterbox über die vierteilige Steckleiter vor. Jetzt machen wir es ganz langsam. Der Angriffstrupp stellt sich so hin, dass die Führerin in Marschrichtung rechts steht und das Mitglied links. Der Melder geht vorne zwischen die Sprossen, zwischen die Häume, fest so an. Und wenn jetzt das Kommando kommt von der Führerin. Seite auf. Seite Marsch. Geht man bis 1 Meter ungefähr vor die Wand. Seite auf. Bitte stehen bleiben. So, jetzt kommt das Magische. Und zwar drehen wir jetzt gleich, so machen wir so eine Rechtsdrehung, dass das Mitglied hier nach vorne zum Melder kommt. Die Führung geht ans Kopfende. Genau, die drehen so daneben. Wunderbar. Fassen jetzt mit der Hand, wie sie schon richtig machen, an den Absperrbolzen Richtung Führer. Das heißt, er hat die linke Hand genommen, er die rechte Hand. Lassen diesen Absperrbolzen nicht los. Genau. Stecken die Leiter zusammen. Super. Und den Absperrbolzen, da wird nicht dran gedreht oder irgendwas. Einfach so, wie sie es gemacht haben, ganz normal zusammenstecken und fertig. So, und jetzt schiebt die Angriffsführerin zur Qualitätskontrolle die Leiter nochmal zusammen. Wenn jetzt irgendwas nicht richtig verriegelt wäre, wäre es jetzt passiert. Okay? Jetzt hebt sie die Leiter ein Stück an für die beiden Herren. Geht schnell rum, denn wenn sie jetzt unten den Fußpunkt nicht sichern würde und der Trupp würde jetzt über die Mitte der Leiter kommen, würde die Leiter wie so eine Wippe umkippen. Deshalb muss sie schnell den Fußpunkt sichern. Ne? Okay, weiter. Fuß wieder rechtzeitig raus natürlich. Jetzt kontrolliert die Führerin, ob die Leiter richtig ausgerichtet ist. Klickied und Melder fassen auch schön weit. Man sieht, die Hand ist schön weit oben. Die haben viel Gewalt über die Leiter. Das heißt, die können auch wirklich die Leiter auch halten, wenn was passiert, wenn was schräg kommt. Ne, machen sie genau richtig. Oben ein bisschen weiter rechts. Das war zu viel. Noch ein Stück zurück. Noch ein Stück. Ja. Das ist wichtig, weil wenn die Leiter nicht richtig steht, haben wir hinterher ein Problem. Ne? Also nehmt euch die Zeit, richtet das richtig aus, wie sie es gerade vorgemacht hat. Okay, jetzt überprüft sie noch den Winkel der Leiter, den Anstellwinkel. Super. Melder sichert die Leiter, weil der gesichert. Genau, gibt ein Kommando, dass er die Leiter gesichert hat. Wichtig ist, Moment bitte, dass er sich nicht reinhängt oder die nach vorne wegdrückt, sondern er muss sie gleich ausbalancieren, ein bisschen die Leiter. Es kann auch mal sein, dass man mal drücken muss mit den Handballen oder mal leicht ziehen muss. Ne? Aber wichtig, fest an die Häume, nicht an die Sprossen, weil sonst würde da jemand drauf treten. Ne? Das heißt, die Leiter ist gesichert und der Angriffstrupp hat ja den Einsatzbefehl gekriegt, also muss der Angriffstrupp auch hoch. Ne? Okay, weiter bitte. Kurz mal Halt. Man sieht wunderbar, wie sie die Leitersprossen schön umfasst. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Und auch der Fuß ist richtig drauf. Ne? Das heißt, der Hacken sichert, also es passiert nicht, dass der Fuß durchrutscht. Dafür habt ihr extra diese Hacken an den Stiefeln. Dafür sind die da. Und ihr, dass ihr nicht mit den Zehenspitzen da irgendwie rauftretet. Sonst rutscht ihr weg. Gerade wenn es nass ist. Ne? Okay, noch mal ein, zwei Schritte weiter. Und sie macht einen Passgang. Ne? Gut, danke bitte. Wieder runter. Das heißt, linke Hand und linker Fuß gehen immer parallel hoch und runter. Okay. Alessandro?
Er macht jetzt einen Kreuzgang und wichtig, man sieht hier auch nochmal schön, wie er auch die Knie halt seitlich an den Holm vorbeiführt. Ne? Das sieht man auch in der Dienstvorschrift, dass gerade wenn man PA-Träger ist, dass man das so machen soll, dass man möglichst nicht mit Schwerpunkt an die Leiter rankommt. Ne? Wieder runter bitte. Ja, sieht man schön, wie die Knie hier außen dran vorbeigehen. Ne? Super. Okay. Das war's schon. Person ist gerettet, Auftrag ist erledigt. Zum Abmarsch fertig. Man achtet auch, wie sie ihre Spannweite nutzen. Ne? Die fassen oben weiter an. Sie sich ja gleich den Fußpunkt. Und so wird das eine stabile Sache. Ne? Und jetzt, wo Sie sehen, wenn Sie ab der Mitte drüber hinaus sind, bleibt mal bitte stehen. Ne? Ab der Mitte kann eigentlich nichts mehr passieren. Die Leiter wird jetzt nicht mehr hochschlagen. Jetzt kann sie eigentlich nach vorne gehen und die Leiterspitze gleich übernehmen. Bei dem Ablassen der Leiter, das ist übrigens der einzige Moment von einer von zwei Momenten, wo der Feuerwehrmann rückwärts gehen darf, nämlich beim Ablassen der Leiter, beim Runterlassen. Ne? Okay? Sie zieht die Leiter gleich wieder ein Stück weg, perfekt. Abstellbolzen werden gleich wieder so angefasst, dass man zum Führer hin reingreift. Und die werden jetzt nicht mehr losgelassen. Jetzt dreht man sich wieder zurück, dass die Trupps wieder, sich wieder finden. Angriffstrupp ist wieder komplett. Melder übernimmt das Fußteil wieder. Leiter auf. Leiter mal. Leiter halt. Leiter ab. Perfekt. Super. Leiter auf. Leiter marsch. Leiter halt. Leiter ab. Leiter gesichert. Ich hoffe, es war verständlich mit der Fehltiming-Steckleiter. Das war natürlich jetzt schön zackig und ich fand es perfekt. Also für mich war das jetzt gerade eine 1+ und ich kann es beurteilen, weil wir machen die Truppmannprüfung ja auch. Wie gesagt, ich fand es super. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn irgendwas zu schnell war, spult nochmal zurück, guckt euch die Stelle nochmal an. Abonniert meinen Channel und wie gesagt, ich habe nochmal einen Link für euch für die dreiteilige Steckleiter. Ich sage nochmal schönen Dank an die drei und
Unten drunter unter dem Video werdet ihr gleich noch mal ein paar Kommentare von den drei sehen. Und vielleicht erfahren wir noch irgendwas, wie gesagt, ich fand super, hat mir riesigen Spaß gemacht und schön, so eine Kamera zu haben. Ne? Die machen das alle nur für euch. Ne? Alles klar, super. Dann bis dann.